Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem kurzen Videointerview mit Florian Renner, dem Vorstand der Beno Holding AG, die eine Anleihe über die Börse München emittiert. Herr Renner, die Beno Holding AG ist auf Light Industrial Immobilien fokussiert. Was kann man sich denn unter diesem Begriff vorstellen und was macht die Beno Holding AG genauer? Bei der Asset-Klasse Light Industrial handelt es sich um Gewerbeareale mit einer gemischten Nutzung aus Verwaltung, Produktion und Logistik. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um betriebsnotwendige Immobilien. Dies stellt beispielsweise im Vergleich zu Büroimmobilien einen großen Vorteil dar. Wenn Sie selbst überlegen, Büroimmobilien, Verwaltungsstandorte können relativ leicht gewechselt werden. Bei Produktionsstandorten überlegt sich ein Mieter schon länger, ob er seinen Maschinenpark sehr aufwendig an einen anderen Standort verlegt. Deswegen bleiben uns die Mieter sehr lange an unserem Standort treu. Die Beno investiert seit 2018 in diese Asset-Klasse Light Industrial mit einem langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz. Wir fokussieren uns hierbei auf mittelständische Mieter im deutschsprachigen Raum. Herr Renner, können Sie das Portfolio, in dem die Beno Holding bisher investiert ist, uns genauer vorstellen? Unser Portfolio umfasst derzeit 11 Standorte mit 37 Gewerbeeinheiten und 37 Mietern. Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich auf 59 Millionen Euro bei einer Jahresmiete von 5,4 Millionen Euro. Hierbei werden 140.000 Quadratmeter an Nutzfläche vermietet. Derzeit sind 97% unserer Flächen vermietet. Sie sagten es gerade, der Vermietungsstand ist außerordentlich hoch. Sind denn Light Industrial Immobilien so beliebt oder an was liegt das? Richtigerweise kann man sagen, dass Light Industrial Immobilien ein rar gesätes Gut sind. Wenn man sich die Neubau- und Grundstückskosten der vergangenen Jahre ansieht, sieht man, dass diese kontinuierlich gestiegen sind. Ein Neubau für einen Mieter sind oft mit erheblichen Kosten und Ärger verbunden. Unsere Mieter haben daher ein großes Interesse, ihre bestehenden Produktionsflächen weiter zu nutzen. Gemeinsam mit unseren Mietern entwickeln wir die bestehenden Standorte kontinuierlich fort und bedarfsgerecht für die Mieter. Unsere Mieter haben dadurch die Sicherheit, langfristige Mietverträge mit uns zu erhalten und Planungssicherheit in ihrem Gewerbe durchzuführen. Jetzt haben wir viel über die Beno Holding AG und Light Industrial Immobilien erfahren, aber erzählen Sie uns doch etwas über die Anleihe. Wie ist denn die näher ausgestaltet? Unsere Anleihe soll ein Volumen von bis zu 30 Millionen Euro haben, eine Laufzeit von 7 Jahren, einen Zinssatz von 5,3% mit einer halbjährigen Zinszahlung. Anleger investieren bei uns in einen Spezialisten in Light Industrial Objekten mit einem breit gestreuten Mieter- und Objektportfolio. Wir erzielen hierdurch langfristige planbare Cashflows, um unsere Verpflichtungen aus der Anleihe nachzukommen zu können. Zum Schluss das Wichtigste. In welche Immobilien haben Sie denn vor zu investieren oder wie verwenden Sie die bis zu 30 Millionen Euro, die Sie anpeilen? Derzeit beabsichtigen wir, unser Portfolio in den nächsten Jahren mit 6 Immobilien oder bis zu 6 Immobilien auszubauen. Wir haben hier eine sehr gefüllte Pipeline und einige Objekte bereits in Prüfung. Weiterhin wollen wir einen Teil des Emissionserlöses verwenden, um unsere bestehende Wandelanleihe nächstes Jahr zurückzuführen. Hierbei haben wir uns bereits als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt gezeigt. Herr Renner, vielen Dank für diese Auskünfte. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir von der Börse München nur Ihnen und Ihnen, Herr Renner, viel Erfolg zu wünschen.